Viele von euch fragen sich, wie lange dauert eigentlich der PTR? Wie lange dauert dieser scheiß PTR noch? Na Spaß, ich finde den PTR ehrlich gesagt ziemlich cool eigentlich, weil man kann jede Klasse spielen und man kann an den Target-Dummies jede Klasse testen und schauen, wie viel DPS die machen. Das konnte man davor nicht, also nicht schlecht. Aber berechtigte Frage, wie lange dauert der PTR eigentlich noch? Ich sage euch gleich eins, ihr braucht verdammt viel Geduld. Josh Greenfield hat vor kurzem angedeutet, es wird in den ersten paar Wochen kein World Buff geben, was darauf hindeutet, dass es noch mehrere Wochen gehen wird der PTR. Das heißt, es wird ein paar Wochen geben ohne World Buff und ein paar Wochen mit World Buff. Das heißt, wir können mit mindestens 4 Wochen PTR rechnen. Einige denken sogar 8 Wochen, glaube ich jetzt aber nicht. Der PTR kam am 12.06., also vor einer Woche. Wenn wir jetzt mal auf 4 Wochen drauf rechnen, 12.06., und das ist ein Freitag. Ich denke nicht, dass sie es am Freitag bringen. Die Woche drauf wäre der Donnerstag, der 18.07. Das wäre vielleicht realistisch oder sogar noch später. Es sollte eigentlich auch ein neuer PTR-Build schon zur Verfügung stehen, aber die Herrschaften haben erstmal Betriebsurlaub, also werden die Änderungen frühestens Donnerstag aufgespielt, sei es ihnen gegönnt. Dann gab es noch ein Item Legend Portal Tuner, was auf vielleicht neue Incursions hinweist, aber Josh Greenfield von Blizzard hat gleich geantwortet und hat gemeint, er will es nicht kommentieren, aber es hat nichts mit neuen Incursions zu tun. Später fragt ein anderer Spieler Josh Greenfield, ob es in der Phase 4 Nightmare Incursions für Charaktere der Stufe 50 bis 60 geben würde. Er meinte hierzu, wir werden bald Informationen dazu haben, aber Incursion Loops in der jetzigen Form wird es so nicht mehr geben. Also wahrscheinlich gar keine Incursions mehr. Fragezeichen. Und das Beste zum Schluss, neue legendäre Items, Aschenbringer und Broxigas Axt. Das neue Axtmodell ist ja auf jeden Fall beim Data Mining schon herausgekommen. Der Aschenbringer kam durchs Data Mining auch heraus, aber da schon vor längerer Zeit. Und kürzlich beim PTR gab es eine lustige Textdatei, die auf den Aschenbringer hinweist. Wenn wir uns zurückerinnern, wurde damals ein Raid Scharlachroter Kreuzzug geteasert. Vielleicht sehen wir was in diese Richtung. Wie geil wäre das eigentlich, ey? Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, in Phase 4 werden wir neue, komplett noch nie dagewesene, legendäre Items sehen.